Oh. Stimmt. Den gibt's ja auch noch. Oh. Warte. Zählt das jetzt gleich dann als perfekt, oder? In Sonic Adventure musste man das hier eigentlich mit Super Sonic machen. Aber dass Sonic jetzt noch viel cooler ist, kann er das jetzt auch in seiner normalen Form. Alter. Warte, so. Was? Was war das denn gerade? Ja, es klingt so, als sei er gleich down. Was? Muss gar nicht viel boosten, ne? Kann ich nämlich gerade auch gar nicht. Das war gerade wirklich ein sehr bescheuerter Tod. Finde ich nicht gut. Ich hätte wahrscheinlich warten müssen, ne? Aber wenn man nichts sehen kann, dann... Komm, muss nicht jedes Mal die Sequenz zeigen. Gehen wir dieses Mal noch einen etwas anderen Pfad. Das war jetzt nur billig. Ich bin da gegen die Decke geknallt irgendwie. Ich glaube, ich muss gleich mal ein paar Leben holen.
Da, sowas. Warum? So gehe ich eigentlich wieder diesen Pfad, der Pfad ist doof. So. Bist du jetzt bitte tot? Wow, sogar noch B-Rang. Adventure's no fun if it's too easy. Noch erkenne ich keine Stage wieder. Ah, wir haben trotzdem den Chaos Emerald bekommen. Warum auch Perfect Chaos nur einen hatte. Aber gut. So. Das sollte eigentlich reichen. Und dieses Monster fliegt eigentlich auch irgendwie ständig durch die Gegend, tut aber nichts. So. Ich glaube, ich weiß, welche das ist. Warte. Ja, ich weiß, welches es ist und ich wollte ja eigentlich nicht zuerst mit Modern Sonic reingehen, aber okay. Darf ich vorstellen? Crisis City. Ursprünglich aus Sonic 2006. Und ich würde sagen, die Ästhetik dieses Levels beschreibt auch ziemlich gut, wie das Spiel am Ende so war. Man muss aber sagen, das Soundtrack von 06 war halt auch wirklich gut und Crisis City, ja. Was zur Hölle war das, bitte?
Warte, da ist ein Leben. Komme ich da irgendwie hin? Ich glaube von hier aus nicht. Ich glaube, da werde ich das vorhin anders machen müssen. Ich wollte den Sternring haben. Komm, geh nach oben. Komm, geh runter und bleib unten. Und ich erinnere mich noch an die Hochgeschwindigkeitssektion am Ende von Crisis City. Und ich glaube, die Hälfte der Zeit war die Kamera so, dass man nur gesehen hat, was hinter Sonic war. Und gleichzeitig war ein Sturm hinter einem, aus dem Sachen auf einen zugeflogen sind. Und sobald die Kamera nach vorne geht, hat man aber auch da nichts mehr gesehen. Also hervorragendes Leveldesign. So, Aran. B. Aber viel hätte nicht gefehlt. Ah, Blaze. Ja, macht Sinn. Wenn man bedenkt, was für eine Rolle sie in Sonic 06 gespielt hat, auch wenn sie die meiste Zeit einfach nichts getan hat. Ah, die Musik ist auch nett. Ach, ich will mit der Homing Attack meinen Sprung verlängern, aber es geht nicht. Auch hier hätte ich es gerade fast wieder versucht. Ach Gott, was? Aua.